Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Eine Weile habe ich jetzt schon nicht mehr gespielt. Ich habe mir jetzt die Karte noch einmal angeschaut und für die letzten 15 Jahre, die das Spiel noch dauert, wie schon gesagt, hatten wir das Ziel, einerseits Deutschland noch weiter zu schwächen und möglicherweise vollkommen auseinanderzunehmen. Wenn geht, das ist die eine Sache. Vielleicht, wenn sich ein großer Krieg ergibt, vielleicht sogar noch ein Stückel von Deutschland erobern. Und das andere, was unser Ziel sein wird, ist, das Osmanische Reich ebenfalls zum Zerfallen zu bringen. Das sollte ja jetzt nicht so schwer werden. Dabei wollen wir allerdings schauen, dass möglichst Serbien klein bleibt. Und wenn wir schon am Zerfallen vom Osmanischen Reich teilnehmen, dann nur für Griechenland, Bulgarien und irgendwelche anderen Dinger. Das scheint auch relativ gut zu laufen. Also wenn wir uns die Konflikte anschauen, es schaut so aus, als könnte sich da bald etwas ergeben. Entweder Bulgarien oder Albanien, dass die gegründet werden könnten. Oder da hinten gibt es auch irgendwelche. Ah, die Armenier. Das ist ja cool. Und was ist das? Iraker. Die wollen auch ein eigenes Land haben. Na, schau dir was an. Gibt es da auch noch irgendwas, was ein eigenes Land haben will? Na, die wollen ägyptisch werden. Und die würden gern zypriotisch werden. Und die würden gern griechisch werden. Also wie schon gesagt, das Osmanische Reich ist eigentlich schaut eh so aus, als würde es zerfallen. Allerdings haben wir in Griechenland auch Unruhen. Die wollen zurück zu den Osmanen, also so gut dürfte es in Griechenland auch nicht gehen. Ja, hier oben haben wir auch Unruhen in Deutschland, das will sich Dänemark gründen. Das wäre auch eine schöne Gelegenheit für einen Krieg mit Deutschland. Ja, hier meine Verbündeten Spanien wollen, also in Spanien gibt es dieses französische Gebiet, das ist nicht gut, weil Frankreich dadurch möglicherweise einen Krieg mit Spanien starten könnte. Na gut, wie schon gesagt, das sind die Vorgaben. So machen wir weiter. Geben wir wieder Gas. Ich habe noch ein paar Truppen in Auftrag gegeben. Ach ja, okay, gut. Nach dem letzten Krieg müssen noch meine Leute hin und her wandern. Jo, außerdem habe ich mir gedacht, vielleicht werden wir ab jetzt wenn die Angestellten da auf 4% sind bei den einzelnen Gebieten, werden wir eher Bürokraten in den Kolonien fördern, denn ich möchte, wenn möglich, noch möglichst viele Kolonien zu Bundesländern machen, zu österreichischen. Wo ist Mao? Ah, da. Und das funktioniert halt nur, wenn ich 1% österreichische Bürokraten in den Gebieten habe. Und naja. Das wird halt noch ein bisschen dauern. Schau an, China möchte ein Bündnis. Na gut, machen wir doch glatt. Mit China möchte ich eh nichts. Was? Warte mal. Was habe ich jetzt gerade auf OK gedrückt? Ah, okay. Auf nach Sench. Da haben wir noch Truppen gehabt, die doch rumgestanden sind. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schauen wir mal den Haushalt an. Oh, das passt eigentlich. Wir verdienen so viel Geld. Wir können da ruhig ein wenig höher bleiben. Nur bei den Schiffen werden wir 50% runtergehen. Und bei den Landeinheiten gehen wir auch auf 70% runter. Dann kann ich da auch bei den Steuern wieder etwas zurückgehen. Auf, sagen wir mal, 25%. Auf 30 und 45, na machen wir 40, wir sind mal nett zu den Unterschichten, weil wir haben so viel Geld. Vor allem, wir haben jetzt auch bei den Handelstechnologien stark aufgeholt in den letzten Jahren, weil wir nichts anderes mehr zum Erforschen gehabt haben. Okay.
Portugiesen. Die Faschisten. Ja, das habe ich auch gesehen. Ein weiterer Grund, warum wir Deutschland fertig machen wollen, weil die haben dort eine ganz widerliche Ideologie, nämlich die Faschisten an der Macht, die NSDAP. Eigentlich eh logisch, weil Deutschland ist so fertig gemacht worden in den letzten Jahren von uns und von allen möglichen anderen in der Umgebung. Da haben solche Ideologien natürlich durchaus ihren Reiz für die Bevölkerung. So, Friedrich List, wer war das? Friedrich List war ein Nationalist, echt jetzt, romantischer Kritiker der Wirtschaftstheorie und einer der Wegbereiter der historischen Schule der Nationalökonomie. Sein bekanntestes Werk, Das nationale System der Wirtschaftspolitik, 1841, wurde als Kontrast zu den Freihandelstheorien geschrieben, mit denen die klassischen Wirtschaftstheorien durchzogen waren. Also ein Protektionist, naja, gut. Sein Werk war aber keine polemische Verteidigung des Protektionismus. Vielmehr argumentierte er auf der Grundlage seiner Wirtschaftsanalyse, die sich mit den politischen Faktoren in der Wirtschaft, vor allem der Nation, befassten. List war der Ansicht, dass es in der Verantwortung einer Regierung läge, die produktiven Kräfte einer Nation aufzubauen und dass Freihandelsbedingungen erst nach Abschluss dieses Vorgangs gelten sollten. Dies war dem protektionären junge Industrieargument der Moderne vergleichbar. Noch relevanter war die von ihm entwickelte Theorie der wirtschaftlichen Stufen, die für die deutsche historische Schule der Nationalökonomie als Blaupause dienen sollte. Eigentlich eine kluge Idee. Das ist ja etwas, was zum Beispiel beim Euro ein bisschen schief gegangen ist. In der EU haben wir das Problem mit dem Euro, dass Staaten wie Italien, Spanien und vor allem eben Griechenland früher ihre Wirtschaft dadurch in Konkurrenz halten konnten, weil sie ihre Währung abgewertet haben. Das können sie aber jetzt nicht mehr tun. Das heißt, sie sind quasi an Deutschland gefesselt. Da sie aber von der Produktivität her nicht mit Deutschland Schritt halten können, wird das immer, immer schlechter bei ihnen, was die Ökonomie betrifft. Und wie wir an Griechenland gesehen haben, führt das irgendwann einmal unweigerlich zum Crash. Was natürlich ein gewisses Problem ist. Und was der Herr List offensichtlich wollte, ist, dass es Freihandel, also sowas wie wir in der EU haben, erst dann geben sollte, wenn die Ökonomien in etwa gleichwertig sind, was sie möglicherweise in Griechenland und Deutschland nie werden. Naja. So ein ähnliches Problem hatten wir auch innerhalb Österreichs noch zu meiner Zeit. War das Burgenland extremst arm im Vergleich zu anderen Teilen Österreichs, auch Kärnten ein wenig. Das hat sich durch starke Umverteilungen innerhalb des Landes aber etwas gebessert. Also Burgenland und Kärnten sind zwar noch immer die ärmsten Bundesländer, aber der Abstand zu den Reichen Vorarlberg, Salzburg und Wien ist bei weitem geringer mittlerweile. Naja, gut. Ein wenig Geschichte auch wieder gehabt. Okay. Gut. Schauen wir mal, wie schaut das aus bei unseren. Okay, wir werden die Militanz und das Bewusstsein senken. Sachsen. Zwischenkriegskavallerie. Angesichts der massenhaften Verluste des Ersten Weltkriegs und des Anbruchs der
motorisierten Zeitalters stand die traditionelle Pferdekavallerie vor dem endgültigen Aus. Ja, das haben wir schon gesagt. Die neue Fokussierung auf Motorisierung veränderte den Einsatz von Kavallerie und ihre Rolle auf dem Schlachtfeld. Anstatt eines Pferdes bestiegen die Soldaten nun motorisierte Fahrzeuge. Die Motorisierung ermöglichte außerdem die Steigerung der Feuerkraft mittels schwerer Geschütze und die Verkürzung der Aufmarschzeit. Na, schau an. Das heißt, unsere Pferder sind stärker geworden und sie sind nicht mehr am Pferd, sondern auf Motorrädern. Na, okay. Mobile Infanterie nennt man das dann. Haha, wir sind auf 95% in Somalia. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Somalia wird bald, ich hoffe in dieser Folge, noch ein Teil des österreichischen Bundesstaates. Skandinavien-Beziehung zu uns verbessert, mal schauen. Okay. Ja, wir bauen eine neue Armee auf. Schauen wir mal, wie vielte ist das? Oh, schon die 32. Schwere Bewaffnung. Sehr gut. Details. Das könnte man noch machen. Erste Weltkriegserfahrung. Allerdings bin ich für die synthetischen Polymere. Das ist ganz gut für die Versorgung meiner Truppen. Außerdem bin ich dann mit der Industrie fertig. Das heißt, das ist eigentlich auch eine militärische Sache, die hier ist. So, das ist also jetzt die 32. Armee bereits. Yep. Wen nehmen wir da? Irgendeinen hübschen General. Ha, das ist ein guter. Das sind lauter Sachen, die eigentlich nicht wirklich von Interesse sind. Manchmal sind halt schon interessante Sachen drinnen. Okay. Ich finde es erstaunlich, wie gut Deutschland sich immer wieder erholt nach dem Krieg. Aber jetzt sind sie auf der achten Stelle und ich hoffe, sie bleiben dort. Mit etwas Glück kann ich sie auch noch aus den Top 10. Oh, ich kann sie aus den Top 10 trauen. Skandinavien. Yes, Skandinavien kommt wieder unter die Großmächte. Vielleicht. Schauen wir mal. Industriell sind die noch immer ein Witz eigentlich, aber militärisch sind die extrem stark durch die Kolonien, die sie haben. So, haben wir da noch was? Ja. Ja, kommt noch. Da sind schon mal Scheik angekommen. Ah ja, Schippernakel. Diese Großkampfschiffe, die wir letztens in Auftrag gegeben haben. Sehr gut. Sollen wir eine Kolonialausstellung abhalten? Ja, natürlich. Außerdem, warte mal, Venezuela hat
die Beziehungen zu mir verbessert. Sie werden nicht akzeptieren. Jetzt ein Bündnis. Sie werden nicht akzeptieren, oder nicht? Sollen wir die? Nein. Interessiert mich nicht. Ich würde euch gerne helfen, aber um ehrlich zu sein, ich habe echt keine Lust, Geld in euch zu investieren, ihr Wappler. Ihr wollt, dass ich komme und euch rette, tue ich das gerne. Ich weiß gar nicht, was passiert. So, gibt es eigentlich gerade irgendwelche Kriege? Keinen einzigen. Wäre genau die richtige Zeit für einen gescheiten internationalen Konflikt. Los, Osmanen. Eröffnung der Kolonialausstellung. Boah, 19,5 Prestige. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Come on. 84%, 88%. Das kann ja wohl nicht sein. Hoppi, hoppi. Zerfalli, Zerfalli. Hm, 96%, ich weiß nicht, ob sich das noch ausgeht. So, gut, gut. Wo stellen wir diese Leute hin? Ah, da in den Norden. Ah, Safari bringt Prestige nach Schweinemünde. Militanz, Militanz für die Liberalen, für die Konservativen. Wen haben wir denn mehr? Liberale, glaube ich. Spannungen in Bayern. Das ist ja ärgerlich. Wir stecken zurück. Wir wollen keine Infamie kriegen. Infamie haben wir eh viel zu viel. Wir wollen Kriege führen und da brauchen wir freie Infamie-Punkte. Ja, 10% mehr werden sozialistisch vorziehen. Das ist gut. So, unsere Truppen haben wir auch in Schweinemünde platziert. Und. Oh, wir machen weiter. Come on, 97%. Da haben wir auch schon relativ viel faschistische Suppenküche. Hier halte ich das aus, wenn wir ein paar Faschisten haben. So, schauen wir mal. Die USA ist ein Wahnsinn. Die wollen mir doch tatsächlich da irgendwelche Gebiete abspenstig machen. Oh. Ja, das dazu. Das war super. Das war jetzt besonders klug. Ich habe es gesehen und war zu spät. Alles passiert. Mist, wahnsinnig. Da passiert immer so viel. Ja.
Okay. Oh, das ist ja interessant. Es ist nur Caracas übrig geblieben von Venezuela. Oh, der Boxeraufstand schon wieder. Ach, weh. Können wieder einen Boxeraufstand niederschlagen. Puh, sollen wir das machen? Wir sind immerhin verbündet mit ihnen. Oh, wir können das Frauenwahlrecht verfügen. Sollen wir das jetzt machen? Ach ja, was soll's. Macht die Leute glücklicher. Gut. Dann schauen wir mal, wie ist das mit dem Boxeraufstand? Kann ich denen überhaupt den Krieg erklären? Immerhin sind wir verbündet miteinander. Hier von meinen Verbündeten würde mitmachen. Alle. Außer Belgien. Wir könnten Frankreich, Großbritannien und die USA dazu beschäftigen, gegen China Krieg zu führen für mich. Aber worauf hinaus? Für 10 Prestige, das ist lächerlich. Dafür führe ich keinen Krieg. Ich könnte von China natürlich eine Provinz verlangen. Das wäre natürlich schon schön. Es gibt ein paar wirklich großartige Provinzen in China. Ja, das kostet wieder so viel Infamie. Nö, das sollen die anderen machen. Die haben das ja eigens auch gekriegt. Wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ihnen ein Bündnis anbieten wieder. Ah, was sollen die denn machen? Schau, machen sogar. Pfeil auf den Boxeraufstand. Pfeil auf die Missionare. Wow, Italien geht auch auf Spanien los, na gebitte. Okay. So, Polen, Litauen. Zurück. Interessant. Ja, Bolivien. Wird wohl nichts mehr passieren. Spannend, wo wir investieren jetzt. Yay, synthetische Polymere. Nylon und Bakelit, wir kommen. Gut, wir haben nur noch Handel, Marine und Armee. Naja, machen wir natürlich zuerst die Armee fertig. Und zuerst das, dann können wir nämlich unsere Forts weiter ausbauen. Hey, 0,99%. Come on. Ihr schafft das, Jungs. Gut, die Niederlande möchte ein Bündnis mit uns. Na gut, machen wir. Außerdem haben wir hier 4% Angestellte. Das heißt, wir werden das da jetzt lassen wieder. Und wie schon gesagt, wenn wir uns mal die ganzen Kolonien anschauen, die Sinn machen. Irgendwas so um die 300.000 bis 400.000 mit schon relativ hohem Anteil an da zum Beispiel Mittelägypten und Unterägypten, das ist das größte. Ja, die haben erst 0,05%, das ist recht wenig. Bis zum Ende des Spiels geht sich das nicht mehr aus. Oder wie viele Österreicher sind dort? 2,3%? Nee, zu wenig. 5,1% ist schon besser.
5,4% auch. Mittelägypten hat dann 9% Österreicher und 0,35% bereits. Da werden wir auf Bürokraten umsteigen. Da sind überall schon Österreicher jetzt. Das ist recht schön eigentlich. Äquatoria. 0,4%. Vielleicht sollten wir das zuerst machen. Oder? Na, das machen wir dann, wenn wir Somalia haben, weil Somalia dürfte ja jetzt relativ bald durch sein. Wo ist denn Somalia? Somaliland da. Da haben wir immerhin auch schon 12% Österreicher. Und 0,99% davon sind Bürokraten. Es leben Bürokraten. Hurra! Wie ist das mit Russland? Zerfallen die? Das gibt's ja nicht. Könnten wir jetzt endlich einen Konflikt haben? Ah, jetzt hab ich doch noch mit Algerien ein Bündnis eingegangen. Ich habe immer gedacht, die werde ich ignorieren bis zum Ende ihrer Tage. Flugabwehrartillerie, das gefällt mir nicht. Es klingt so, als könnte man irgendwie meine Flugzeuge abschießen. Somalia. Wird zu einem Bundesstaat. Somalia wird zu einem Bundesstaat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Somaliland ist jetzt irgendwo da unten. Und was haben wir gesagt? Katanga, glaube ich. Nein. Äquatoria, Sambesi. Oh, Sambesi hat 16% Deutsche und 13% Franzosen. Klingt gut, nehmen wir das. Karten. Okay, dann schauen wir gleich mal. Was meine ihren ja, Schnapsbrennerei ist okay. Ich kann überhaupt nichts mehr ausbauen. Das darf ich alles nicht mehr. Doofe föderalistische Großgrundbesitzer. Aber dafür kann es jetzt auch sein. Ha! Dukem. Dass sowas passiert in Somaliland. Ist Dukem da? Na, wahrscheinlich nicht. Ja. Ist das schön. Das heißt, das wird alles Kernprovinz österreichisch. Interessant. Okay. Prestige ist zwar schön und gut, aber manchmal kann man auch darauf verzichten. Wie ist das jetzt mit dem Dingen? Kann jetzt endlich eine Krise ausbrechen? Das wäre schon irgendwie nett. Ich meine, das würde mich auch nicht stören in Russland. Lieber wäre es mir zwar im Osmanenreich oder in Deutschland, aber ich nehme auch Russland, wenn es sein muss. Na gut.
Auf jeden Fall sehe ich gerade, die 30 Minuten sind schon wieder um. Ich werde jetzt wieder Schluss machen. In der Pause werde ich wahrscheinlich noch eine Armee bauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.